Ein herzerfrischendes Moin Moin, meine lieben Aktivfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde. Schön, dass ihr wieder live dabei seid. Heute gehen wir mal auf Katzwelse, wie ihr schon seht. Und die Karte ist, wo wir uns befinden, in Michigan. Wie sie nun richtig heißt, müsste ich mal gucken. Völlig verpeilt gerade. Ein Momento, Moin. Ja, muss, André, muss. Ihr seht sogar auch noch eine Trophäengröße, meine lieben Aktivfreunde. Also das fängt ja schon sehr gut an. Gestern hatte ich auch 20 Kilo Katzenwels rausgezogen. Und ja, Freunde, das sind Katzenwälse. So sehen die aus. Man könnte mal glatt meinen, sieht aus so ein bisschen wie Barsch oder so von der Flosse her, also von der obersten her, von der ersten. Aber leider fehl am Platz oder leider nicht. Wie manche, sag ich mal, halt, so das auf den ersten Blick denken. Ja, der Drill war gut. Also wie gesagt, ihr bekommt ja auch schon richtig viel Geld dafür. 2000 und 2200 und paar 25 Dollar bekommt ihr. Ja, also zum einen bin ich gestern, wann habe ich die Karte falsch? Ab Level 31, Level 30? Ja, ab Level 30 habe ich die frei und bin seit gestern hier. Ne, mal ein anderer Spot. Zwei Seestühre gestern rausgezogen. Ein oder zwei, ja, ich glaube zwei Stück. Ein bis zwei Stück rausgezogen gestern. Und ja, also erstmal die Stelle dafür zu finden und die Spots erstmal wirklich abzuklappern. Wo stehen die Fische? Wann beißen sie? Ja. Also gestern haben wir da wirklich schon gemacht, getan, sag ich mal, ne, und hab da nicht gesehen. Nun los. Na mal hier, sieh mal er. 52,10 oder 72,15.9 Kilo. Habt ihr das Ganze? Also wir können ja mal schauen. Wir befinden uns auf St. Croix Lake. Also so genannt auch in Michigan. Wie man. Genau. Was ist denn hier los? Dem Verfahren oder so. Ja, und ich hatte ja gestern schon angefangen gehabt, Freunde. Oder war ja gestern schon mal hier auf der Karte angereist und habe gestern mal geschaut, ob es sich lohnt, hier zu fischen. Und ja, es hat sich mehr als wie gelohnt. Und ihr seht schon, Freunde, ich habe ein 20 Kilo Katzenwels gefangen, 1,37 Meter und den zweiten von heute
1,43 Meter, also es wird immer höher. Mal gucken. Aber schauen wir mal zunächst. Oh, gucken wir doch mal. Ja, mir geht's super. André, alles soweit beim Alten. Ne? Alles Paletti Spaghetti. Ja. Ich warte jetzt nur noch jetzt die Tage. Ja, alles klar. Ich warte jetzt nur noch die Tage, bis LS19 kostenlos kommt. Und das ist ekelhaft, wenn man noch müde ist. So. Ja, wir werden bestimmt noch 10, Mitte 15 Kilo Fisch werden wir rauskriegen, so dass dann der Kescher voll ist und dass wir dann einmal die Zeit wieder vorspulen oder zum nächsten Tag. Ja, und dann geht's wieder weiter am Text. Aber ihr merkt sicherlich auch, desto mehr ihr levelt, also wenn ihr höher, also wenn ihr kurz vor 40, Level 40 steht, ach da ist es jetzt, und da habe ich mich jetzt völlig verhaspelt. Wenn ihr zum Beispiel guckt, das Ganze, wenn ihr Sachen zum Beispiel freischaltet, die erst ab Level 40 oder so, 41, ich sag jetzt mal, oder komplett bis 40 oder langsam 40 beginnen, dann ist es so, dass ihr nicht mehr so viel XP bekommt wie davor. Ja. Davor bekommt ihr bis kurz vor 36, 37, 38 noch, oder bis 35, ungefähr 36, 37 noch XP ohne Ende. Also, und danach dann levelt ihr dann quasi halt, wird dann, das ist halt ein bisschen langsamer mit Leveln, aber das ist ja nicht weiter so schlimm. Einmal kurz gebimmelt und schon ist Ruhe. Oder auch nicht. Oder hey. Aber so wie der sich einholen lässt, ist das bestimmt kleiner. Denke ich mir mal. Ja, wieder 8 Kilo. Egal. Hauptsache, wir kriegen genügend, sag ich mal, Geld raus. Und das ist das Wichtigste. Ja, 19.000 war jetzt bei 19.000 Dollar. Und wir werden heute mal ein bisschen
Ja, ich sag jetzt mal ein bisschen Geld machen wieder und dann werden wir schauen. Dann werden wir gucken. Na. Aber ihr seht wirklich, meine lieben Freunde, ihr bekommt ab 9 Kilo, gut, es ist immer fraglich, sag mal, 9 Kilo, 9,7, 10,4 zum Beispiel, 10,9, 11,1, 12,1, 13 Kilo, 13, 14, ne, 16. Also ihr bekommt immer unterschiedlich Geld und desto mehr sagt, das Entscheidende ist ja wirklich, wenn ihr Fische fängt, dass ihr auch wirklich. Ist völlig verhaspelt. Es kommt ja auch immer wirklich drauf an, bei dem Fischen, was ihr fängt, wie viel Kilos die haben. Also quasi halt, wenn die jetzt so zum Beispiel 10,1, 10,2 haben oder so, bekommt ihr aber auch dafür schon genügend Geld. Ja, also hier könnt ihr auch gut leveln. Wenn ihr zum Beispiel Level 30 seid oder so. Ja, moin. Ja, moin. Das wieder voll vergessen, Alter. Hundertprozentig Wälz oder ein Stör. Eigentlich bei ihr macht bei jedem Tümpel macht ihr gut Cash, sag ich mal halt, wenn ihr
erstmal nachher, ich sag jetzt mal, Level über dem Level seid oder so, dann macht ihr auch schon genügend Cash, sag ich mal, und das ist zu wenig. Ja. Und wieder 8 Kilo. Kilo, ja moin, Freunde, guckt euch das an. Guckt euch das wirklich an. 14 Kilo. Und ihr bekommt auch für 14 Kilo, seht ihr ja, es ist ja auch immer entscheidend, sage ich, was heißt entscheidend, aber es ist wirklich auch im einen Punkt auch irgendwo wichtig, dass man auch so ein bisschen irgendwo auf die Kilozahl und auch so ein bisschen, ne, Kilozahl, denn aufs Geld, sag ich mal, so ein bisschen, also wenn ihr jetzt so unbedingt jetzt ne, mehr Geld jetzt haben, farmen wollt. Oder generell farmen wollt, dann fahrt wirklich zu den Spots hin oder zu den Karten hin, wo ihr wirklich Geld macht, sag ich mal. Also in den Fluss Achtuba, den man erst ab Level 46 freischalten tut, da kann man auch richtig gut Geld machen, klar. Oder auf Quickling Lake, wo die Alligatorhechte sind oder auch Barsche und weiß ja Geier, was da drin herumspringt, Welse. Könnt ihr auch Geld machen, klar, Geld farmen, aber das dauert wirklich, ja, etwas. Also, es ist nicht so wie Michigan, wo man gleich jeden Fisch hier rausholt. Ja, so ist es natürlich nicht, aber 20 Kilo. So, dann spulen wir mal die Zeit mal vor. Gucken wir mal. Ja, 21.000, da lässt sich das richtig gut mit leben. So. Ach. Haben wir 128.000 zusammen. Ja, man kann ja wirklich gut Geld farmen und macht und tut. Also es macht wirklich, spulen wir mal die Zeit mal wieder ein bisschen mal vor. Neune. Weil dann seht ihr einfach wirklich mal ein bisschen was, also ein bisschen mehr. So. Aber irgendwie spackt hier gerade mein Stream hier so ein bisschen rum auf Handy, ich weiß es nicht.
Okay. Ja, naja, da kommst du auch noch hin. Da kommst du auch noch hin. Gut, ich habe jetzt in den Tagen wirklich aktiv jeden Tag gezockt. Und hab wirklich jeden Tag geknüppelt, also jeden Tag gelevelt, gemacht, getan. Also, ich bin auch froh, wenn ich das Level wirklich fertig habe. Ne? Ja, nee, André, wie gesagt, da kommst du auf jeden Fall auch noch hin. Und ja, das wird alles. Das wird alles auf jeden Fall. So. Ja, so wäre schön, wenn man vom Setzkescher her, wenn jetzt so zum Beispiel wie 400 Kilo oder so noch drinnen wären. Ich glaube, da würde man ja mehr als sie mit ordentlich Cash hier rausgehen, also mit Muss. Ja, der andere. Ja, Mann. Wenn ihr wollt, können wir auch gerne gleich mal gucken, also welches Level man was wo freischaltet, sag ich mal. Also später würde ich gerne, wie gesagt, halt zu einer Party rankommen. Jetzt momentan, also ich habe jetzt, ich mache aber, ich bin eh nicht lang online. Also ich mache heute, also bis jetzt gerade mache ich jetzt nicht mehr so lange. Was so? Ich mache noch eine Weile. Also noch ein Weilchen mache ich noch und dann werde ich auch naja gleich noch was machen. Nee, später gerne, klar, später gerne, kein Problem, klar. Einer Party und dann kein Problem. Guten Morgen, Jesse. Ich grüße dich, Jesse. Herzlich willkommen. Verdammte Axt. Scheint wohl na, ein größerer zu sein. Vielleicht ist es ein Stör. Oder auch ein Welt. Weiß man nicht. Na, komm nach oben. Komm, komm.
Ich weiß ja nicht, wo er hin will, aber bis nach Moskau hin und zurück. Auf jeden Fall scheint es großer zu sein. Und wenn ihr halt merkt, ihr habt einen großen Fisch dran, zum Beispiel, wie ich ja euch das schon mal erklärt habe, ihr merkt es ja, wenn ihr einen Stör dran habt, dann dauert das ja beim Einholen, merkt er ja, ne, wenn er beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, sag ich mal, halt, merkt, ihr habt einen Stör dran, der so zieht, oder vielleicht auch ein Wels, weiß man nicht. Also Merkmale beim Stör, wenn ihr einen dran habt, dann der nach oben zur Oberfläche kommt und wieder abtaucht, dann ist es ein Stör. Wenn nicht, ist es ein Wels. Ne, also da da ist es auch so ein bisschen unterschiedlich, kann man sagen. Ne. Ja, wie geht's euch, meine lieben Zuschauer? Wie geht's euch so? Was macht ihr alle so gerade? Ich würde so lachen, meine lieben Freunde. Ich ziehe hier, wisst ich, 30 Kilo Wels raus oder wenn nicht noch höher. Ja, ich würde so lachen. Schauen wir mal. Erstmal abwarten. Was wir hier überhaupt dran kriegen. Aber so leicht, wie der sich nicht einholen lässt, hundertprozentig wird das ein größerer sein. Ne? Also er schwankt immer so zwischen 18, 19. Ne? Also das ist schon... Alter, halt die Gauschen. Was ist das für kapitaler Fisch? Oh, Bruder muss da aktiv los. So. Guckt euch das an, Freunde. Ja, leider doch daneben. Schade. Knapp daneben ist auch vorbei. LS würdest du gerne suchten, Jesse, ja. Na, auf CD-ROM habe ich das jetzt nicht mehr. Ich warte jetzt nur noch, bis es rauskommt. Also entweder heute oder die Tage. Schauen wir mal. Kann ich euch gerne mal einen kapitalen Fisch zeigen. So sieht er aus. Ja. Also es gibt noch größere von den Exemplaren, also das Größte, was ein Katzenwels oder was momentan die aktuelle Kilozahl ist bei 33. Ne, Quatsch. Irgendwas bei Mitte 30, kurz vor 40 oder so ist das Höchste. Bis jetzt, also es gibt noch wesentlich dicke Fische, die noch größer sind. Oh, Alter, was ist hier los gerade? Ja, deswegen, weil auf CD-ROM habe ich, das hat... Auf CD-ROM hatte ich mal, aber für mich ist es, oder generell ist es günstig, dass auch LS19 jetzt mal, dass sie das mal im Angebot mal schmeißen oder beziehungsweise kostenlos mal im Store reinschmeißen. Bei PS Plus, also für PS Plus Mitglieder, die Spiele auch gratis natürlich kriegen. Da ist es schon ganz gut. Und deswegen warte ich jetzt erstmal. Hallo. Normalerweise müsste jetzt sich eigentlich die Route richtig krümmen. Und so krümmen, dass die Route, ja, bis richtig Hardcore-Anschlag ist. Kann man hier. Ja, mal gucken. Also ich, wie gesagt, ich werde
Lange werde ich aber auch jetzt nicht machen. Also ist jetzt ein Weilchen. Und danach. Ah, ich zu Hause noch ein bisschen was machen. Es gibt's nicht. Nicht dein Ernst jetzt. Toll! Ich ziehe wieder solche dicken Fische raus, ne? Und es ist unmöglich, ey. Ich glaub es nicht. Ach, Mann. Also den Netzcacher, Freunde, und den Setzcacher werden wir mal ein zweites Mal noch vollhauen. Und dann, ja, gucken wir mal. Also mit Muss, meine lieben Freunde, wird das wieder ein Kapitaler sein, so wie der. Oder vielleicht auch wieder, weiß ja nicht, wird er auch wieder um die 13 bis 14 Kilo wiegen, weiß man nicht. Aber ausgerechnet mit der Rute. Alter Schwedel, wohin mit dir? Wohin mit dir? Alter, das ist unmöglich, ne? Junge, Junge. Hier kann man wieder leiern und kurbeln hier, bis der Arm wieder abfällt. Okay. Ich hab Zeit. Also bei PS Plus steht noch drinne, dass LS19 bald erhältlich ist. Fragt sich nur wann. Dann mal gucken.